wundervoll. Ich weiß nicht, warum der Hund mich jetzt anguckt. Aber egal, ich habe Kaffee. Wanderer schließt sich an. Pratt. Ein mittelalterlicher Quacksalber namens Pratt ist angekommen und tritt der Kolonie bei. Er wird deinen Teil beitragen, aber nicht freiwillig gehen. Wenn du Pratt nicht haben willst, kannst du ihn verbannen. Ihn als Sklaven verkaufen oder ihn einfach töten. Kann Pratt was? Pratt kann Nahkampf. Medizin. Wer will Pratt haben? Verweigert Feuer löschen. Ist aber ein schneller Lerner. Und ein neuer Arzt. Feldchirurg. Brauchen eh mehr Handwerker. Nur wo wohnt der? Kunstdinger. Wenn er nichts kann, soll er Steine kloppen. Er kann Steine kloppen. Chemisches Verhungern. Also ich habe ihm nichts angetan. Ach, er ist drogenfasziniert. Rauschmittelfaszination. Danke, Skaradrasch, fürs Prime-Abo. An sich hasse ich die Leute. Deshalb habe ich dir wahrscheinlich die Organe damals entnommen. Weil ich die Drogenfaszination ist halt wirklich nervig. Wenn der sich alles reinhaut, was die Leute fallen lassen hier vorne. Bauen wir euch da ein Stück Stahlwand hin, damit die Leute nicht da durchbuddeln, wenn wir einen Angriff haben. Vom Wink heraus muss dieses Geschütz da hinschießen können.
Verrückte Muffalos. Oder ein verrücktes Muffalo? Nein, es sind mehrere Muffalos. Gut, sie bringen das Essen zu uns. Ja, wir spielen ohne Mods. Weil ich die Partie gestartet habe, lustigerweise in jeder Folge kommt einer, der fragt, ob ich mit Mods spiele. Weil wir die Partie gestartet haben, als das DLC rauskam. Ach, scheiße. Kam die von zwei Seiten. Na gut, du bist nicht in Gefahr. Wenigstens ein bisschen Fleisch. Weil keiner soll euch glauben will, dass es noch Leute gibt, die das Spiel original spielen wollen. Doch, kann ich dir sogar bestätigen. Junge, es gibt nichts besser als original. Weil wenn du die Titten machen lässt, sieht das unnatürlich aus. Genauso Gesichter. Nee, das hat mit dem Make-up zu tun. Ha, ich habe mich getäuscht. Dachte, ich könnte eine bionische Lunge herstellen. Kann ich aber gar nicht. Dann lernst du eine kennen, die so große Dinge hat, dass sie sie irgendwann verkleinern lassen will. Ja, besser ist das. Oder willst du, dass dir nachts eine Brust die Luft abschnürt? Ach, deshalb wird das nicht gebaut. Ich hab die ja alle noch auf Heimatzone stehen. Weil ich die Mechanoiden noch nicht besiegt habe an der Seite. Noch keine Intention dafür gehabt. Ein schöner Tod wäre das. Du kriegst davon nichts mit, du schläfst. Mir ist egal, wie groß die Brust ist. Ich sollte nur keine Angst haben, dass sie mich totschlagen kann.
denke, dass ein Blasebalg nicht gut Sauerstoff aufnehmen kann. Ja, du müsstest einen Schmerzstopper da reinbauen. Vor allem, das ist so ein Unsinn, ey. Du kannst durch Verletzungen am Gehirn keine Schmerzen haben. Gehirn hat keine... Also, kannst durch eine Quetschung am Hirn kannst keine Schmerzen empfinden. Ist da nix. Hat kein Schmerzempfinden, das Hirn. Ein Alpaka wurde zahm. Wenn es in die Nähe kommt von unserer Siedlung, schlachtet es ab. Da ist was anderes, Kopfschmerzen oder Migräne. Das Gehirn verarbeitet zwar deine Schmerzsignale, aber wenn du am Gehirn rumdoktorst, spürst du davon nichts. Was ja evolutionär auch Sinn macht, weil das Gehirn nicht berührt wird. Wenn ich dir mit dem Daumen aufs Gehirn drücke, hast du keine Schmerzen dadurch. Weil dieses Empfinden ja total irrelevant ist. Das benötigt das ja nicht. Ja, sag doch. Das Gehirn selbst hat keine Schmerzrezeptoren. Und Jordi Power hat, glaube ich, sein 8000. Kind bekommen. Kann man das irgendwo einsehen? Neun Behandlungen, 1000 Gegenstände, Leichen beerdigt. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie Jordi eine Leiche beerdigt hat, aber so sei es. Man kann leider nicht sehen, wie viele Kinder er hatte. Hat er vergessen, der Entwickler. Auch bei Kopfschmerzen tut das Gehirn selbst nicht weh. Es handelt sich stattdessen vermutlich um eine Entzündung der Hirnhäute oder der großen Gefäße. Wenn man nun auch dem Gehirn selbst keinen Schmerz zufügen kann, so ist es doch entscheidend für das Empfinden von Schmerzen. Ach, schön. Haben wir eine richtig schlaue Diskussion heute mal. Beziehungsweise ist ja keine Diskussion, es ist eine Aufzählung von Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Ich bin Ihre Birgit Trotwagge. Und das ist meine Sendung. Jordi ist ein stützendes Tier für die Kolonie. Das würde ich glatt auch so sehen, wenn er nicht so nutzlos wäre.
Aber hier ist er immerhin nützlicher als in War Z. Sollte mich echt mal um die Mechanoiden kümmern. Dann leg die Fernkampfwaffe halt weg. Was können wir dir denn schmieden, mein Freund? Ruf, um der Massentierhaltung zu entgehen, trenne fast alle Hennen von den Männchen. Nein. Ich will ja Massentierhaltung. Ich will ja ein bisschen Fleisch haben von denen. Befruchtete Eier sind schon ausgestellt in der Küche. Muhahaha. Vergangenheitsproof hat das alles schon erledigt. Moment, pflanze was anderes an. Und zwar den Reis. Das geht ja auch ruckizucki immer. Wir haben zwar immer noch sehr viel Mais im Lager, aber ich mache mir irgendwie langsam ein bisschen Sorgen. Mein Stahl schrumpft auch dahin. Minus 24 Grad im Freien. Nee, lass das mal lieber. Esel. Kommt vorbei.
und wird gefressen von einem Puma. Und tschüss. Danke für deine Gegenstände, die du zum Handeln dabei hast. Ach, wird der ausgebeutet. Ihr wollt 14 Maschinenpistolen in normaler Qualität und dafür gebt ihr mir... Was? Dafür wird die Beziehung noch verbessert? Kostenlos ist kostenlos. Ich habe nichts gemacht. Es war nicht mal in der Nähe, der gucken konnte, dass wir ihm helfen oder auch nicht. Deshalb unterlassene Hilfeleistung ist jetzt übertrieben. Da ist keine Nahrung in der Nähe. Die Wildtiere wollen jetzt unsere Tiere essen. Aber so läuft das nicht. Nicht mal Licht gönnt er seinen Hühnern. Macht das einen Nachteil? Also ich sehe bei körperlich keinen Nachteil. Sie müssen nur schlafen und das war's. Oh nein, er hat seine Augen berührt. Corona kommt rein. Ich habe bei Boazi gestern gelernt, desinfizieren geht ja, indem man Augen reibt. Wenn ihr dann im Nachgang Bionisches einsetzt, ist noch besser. Ach scheiße, jetzt habe ich das Gladius wirklich angefangen aus Uran zu bauen. Dabei gibt das keine Vorteile. Bis auf Haltbarkeit, glaube ich. Ja, die haben eine höhere Haltbarkeit. Aber es macht halt nicht mehr Schaden. Und du brauchst halt doppelt so lange, glaube ich, fast, um das zu produzieren. Ach, Schnee. Schnee haben wir gar nicht gesehen. Doch, zwischendurch. Aber nur kurz. Viel Schnee gab's das ja nicht. So, alle bis auf eine Person tragen die Schutzwesten. Naja, Berger trägt ein Korsett.
aber war wohl seine Entscheidung. Ja, der hängt bei den Hühnern immer rum. Ich glaube, Uran glimmt nur im Dunkeln. Also kannst halt sehen, dass Energie abgegeben wird. Kann aber auch sein, dass ich mich gerade täusche. Weißt du, was passieren wird, wenn ich die unteren anschieße? Da kommen die oberen mit dazu bestimmt. Die denken sich dann, voll guter Zeitpunkt, jetzt hier ein bisschen abzukacken. Das sind nochmal 400 Stahl, die ich nicht habe. Den Kack da unten raus. Eine Quetsche an der Lunge kann ich nachvollziehen, dass das langfristig Probleme machen könnte. 0,4 Widerstand, da ist er fast bei uns und der hat immer noch 26. Und ja, Pratt, du hast immer noch eine Fernkampfwaffe, weil wir produzieren dein Gladius noch. Mad Max ist nicht mehr der schnellste seit seinem Hirnschuss. Ja, Strip Mining habe ich doch hier mehr oder weniger, aber ich habe ja zurzeit alle eher immer in der Heimatzone rumstehen, damit die nicht mehr bei den Mechanoiden reinlaufen. Ich muss mein Gebiet mal für mich zurückgewinnen. Nein, 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 nein! Hat er die Waffe fertig? Ja, schön. Erstmal zum Schmelzofen. Ich weiß, er hat nur gemacht, was ich ihm aufgetragen habe. Wegen der Heimatzone. Deshalb putzt er da. So ein Stollen muss auch gut aussehen.
Ach, deshalb regt er sich auf. Weil Pratt als Jäger eingeteilt ist, jetzt mit einer Nahkampfwaffe. Das findet er scheiße. So, nehmen wir dir das weg. Das mit dem Meerschwein, das lassen wir ja gut sein. Können sie Geschütztürmen noch sagen, dass sie angreifen sollen? Die sind ja inzwischen noch so passiv-aggressiv. Morgen gehört sie zu uns. Mit dem Mörser anballern, da ist ja wieder die Sache, erstmal treffen. Ich glaube, eigentlich wollte ich auch ein paar HE-Granaten herstellen und dafür habe ich unten den Sprit hergestellt. Weil wir dafür Stahl und Kraftstoff brauchen. Braucht man hier unten eine Tür. Dann könnt ihr durch den Stall gehen und kommt an den Kraftstoff dran für die HE-Granaten. Ach, da sind ja schon kleine Küken. Und nur ein paar tausend. Aber so ein Küken frisst ja eigentlich nicht viel. Auch ich finde, die Hühner fressen bis jetzt nicht viel vom Trockenfutter. Die gehen da ran, dann sind zwei Trockenfutter weg. Sehr schön, du gehörst jetzt zu uns. Du kannst übrigens dein Gefangenenbett als normales Bett haben. Und tut uns leid, dass wir Organe von dir weggenommen haben. Das war zu der Zeit, wo wir noch keine Freunde waren. Du bist auch ein Vollzeithandwerker. Wenn du eine Windturbine mit einer Wand versehst, nee, kriegen die keinen Wind mehr. Zwingt alle Tiere dazu, Jagd auf Menschen zu machen in der Region. So, er fängt sofort mit seiner Handwerkstätigkeit an. Ist doch super.
Und eines Tages kriegst du auch eine neue Lunge. Wir werden schon einen Spender finden. Ach, nur rechts die drei Felder. Ja, dann gibst du aber dem Feind auch Deckung. Wisst ihr, was für ein Event auch fehlt? Dass ein Gefangener angeworben wird, sich dann aber umentscheidet und dir nur was vorgespielt hat. Das wäre auch eine fiese Story, ey. Dafür gibt es eine Mod. Es gibt für alles eine Mod. Ich kümmere mich jetzt, sobald die Sonne aufgegangen ist, um die Mechanoiden. Um alle. Die bringen auch ein bisschen Materialien und dann können wir nämlich wieder mit Bergbau weitermachen. Die Stahl, also Stahlmenge von 9 ist schon erschreckend. Ich glaube, so wenig hatte ich noch nie. Alle an die Front. Geil. Du hast es weit geschafft. Mad Max, du darfst nach Hause gehen. Ah, jetzt wachen die oben auch auf, ey. Berger, zieh dich zurück. Ja, ist erstmal an der Front. Du siehst hungrig aus, Kind.
Oh, der hat den Schuss sogar mit seiner Panzerung, glaube ich, abgewehrt. Das war's. So, geht doch. Schade, dass Mörserschutzschild nicht einfach übernehmen kann. An sich wäre es eine echt coole Geschichte auch für sein eigenes Lager. Endlich könnt ihr wieder überall arbeiten. Mörser kannst du abbauen, nämlich das Mörserschild. Um dein eigenes Lager, sag ich mal, vom Mörserbeschuss schützen zu können. Das war eine coole Sache. Aber es können leider nur die Mechanoiden. Und ja, es geht um Anti-Mörser-Schilde. Gibt viele Sachen, die habe ich auf der Karte nicht eingesammelt. Aus was sind Mauern? Das sind alles Stahlwände. Die kann ich auch abbauen. Das ist okay. Pistole brauchen wir eh nicht. Nein. Das habe ich gerade ausgestellt, du Penner. Keine Fernkampfwaffen einschmelzen, danke. So, sehr gut, keinerlei Wildtiere mehr. Oh nein! Lynn und Iroh haben ihre Beziehung beendet. Das war bestimmt wieder ausgehend von der Frau. Der Mann kriegt ja nie mit, wenn was schlecht läuft.
Ich weiß, ich habe das gerade eingestellt, dass es ab einem gewissen Grad von Beschädigung eingeschmolzen wird. Beziehungsweise ich wollte es einstellen, habe es dann aber sein gelassen. Das habe ich für die Kleidungssachen zum Beispiel eingestellt, dass Kleidung unter 50%, weil die ja immer so gerne die Klamotten ausziehen, dann und sagen, oh, das ist abgetragen, ich will was anderes. Das Ding können wir auch mal abreißen. Und ja, wir werden Angelika Merkel aus ihrem Grab rausholen. Und verbrennen. Ich möchte nur Stahl wieder haben. Ja, wie gesagt, ich weiß, Angelika wird wieder ausgebuddelt und dann verbrennen wir die. Viel wird da nicht mehr übrig sein. Ich glaube nicht, dass der viel konserviert hat. Ach, Lynn, jetzt brauche ich für dich ja nochmal ein Zimmer. Das ist aber gar nicht gut. Moment, ist jetzt an oder aus? Danke, Geschütztürme, für nichts. Dieses Monument war so viel Arbeit, es hat 5 oder 6 Tage gedauert damals, das aufzubauen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Thank you.
Tja, müssen aber auf YouTube jetzt erstmal wieder Break machen. Händler für exotische Güter. An denen kann ich das mal ganz Stoff verkaufen. Aber lass mal Brustner mal verhandeln. Ah, guck mal, Angeka ist wieder aufgetaucht. Boah, ohne Scheiß, weißt du, was wir jetzt machen werden? Boah, es funktioniert sogar. Aber ihr Gehirn ist zerstört. Was wird sie dann? Zombie? Ey, lass sie liegen! War Hund. Sie war eine große Anführerin. Sie ist erst seit 24 Tagen tot. Was soll schon passieren? Sie kann es davon erzählen, ob es einen Jenseits gibt oder nicht. Oh mein Gott, sie lebt! Ich hoffe, es war gut, tot zu sein. Boah, die ist nur blind. Ihr Gehirn ist sogar wieder da. Das ist echt krass. Also bionische Augen kann ich dir ja einsetzen für die. Ne, der Titel ist ja weiter vererbt. Oder? Ne, sie hat keinen Titel mehr. Oder hat sie ihn doch? Also die Fähigkeiten sind noch da. Die war gut konserviert. Das Auge macht aber Mikalia. Tja, das kommt ins Guinness-Buch, ey. Nach 24 Tagen einen Toten wiederbeleben. Sie war aber echt gut konserviert. Sie war nicht mal ein Skelett. Das hat wahrscheinlich alles mit dem Sarkophag zu tun gehabt. Dass sie noch so gut konserviert war. Weil man aufs Bett, damit Lynn irgendwo schlafen kann. Hm.
Unsere Königin muss auch irgendwo schlafen. Das Lied mal ausbrennen. Ich meinte, Angelika muss ja auch irgendwann mal irgendwo schlafen. Sarkophag und Kühlung hilft dabei. So, dann werden wir nächstes Mal Angelika fit machen. Vor allem ist sie fitter als manch anderer mit komischen Gehirnverletzungen. Ein ganz kurzer Break.